Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal den Zug hier losgeschickt. Der müsste eigentlich hier irgendwo unterwegs sein. Ah, da oben ist er mit Öl. Bringt er gerade an den Ort des Geschehens. Ja, super, voll daneben, ne? Ich wollte nicht das Feuer zeigen. Wollte. Oh, bin ich denn irgendwie betrunken oder was? Nein. Gut, jetzt läuft's. Er wartet, dass er durchfahren kann. Das ist auch alles gut. So, wir gucken mal die Strecke an, was da sonst noch so läuft. Da kommt ein Kohlezug wahrscheinlich oder irgendwas anderes. Da ist auch gut. Der wartet auf Dingens. Und ja, ich habe mir das dann nachher nochmal angeguckt im Video. Ich habe dann gesehen, am Baumarkt kann man nur die Lackfarben loswerden und nicht Chemie- oder Druckfarben. Und deswegen klappt das auch nicht, ne, dass da weiter transportiert wird. Also stockt's da jetzt gerade erst, ist aber nicht schlimm, denke ich. So, wir sind ja finanziell ziemlich schon am Ende, da müssen wir jetzt aufpassen. Gucken wir mal rein hier. Betriebsgewinn ist wichtig, der ist da oben, jetzt ist er gerade wieder unten, da haben wir mal richtig Betriebsgewinn gehabt, läuft aber gerade schlecht. Wir müssen natürlich gucken, dass dieser Zug mit dem Öl dann jetzt auch immer fährt. Ja, der bringt Öl nach da und hier unten hin. Und das ist das Problem, dass hier unten, hier in dieser Stelle ja genug Öl drin ist, viel zu viel Öl drin ist. Und deswegen können wir da eigentlich jetzt schon sagen, wir nehmen, ändern die Linie so lange erstmal. Müssen wir nachher nur aufpassen, dass das hier nicht leer läuft, ne? Ja, Benzin, Plastik, Diesel, PE-Granulat machen wir da ja. So, und dann müssen wir vielleicht doch noch am Ende umstellen, die Züge, dass die richtig fahren, ne? Weil das so ein gemischter Zug ist dann doch nicht so ideal unbedingt. Erst ganz nett, aber am Ende läuft es dann nicht. So, da gehen wir jetzt in die Linienverwaltung rein und dann gucken wir nach dem Ölzug. Das müsste ja der sein. Hier haben wir schon wieder zwei Linien gemacht. Können wir löschen, ne? Jetzt sag nicht, ich hab das Falsche gelöscht. Ne, Öl ist nur da. So, die Linie müssen wir dann ändern. Und den Dietenburg-Raffineriebetriebshof, den nehmen wir jetzt raus. Löschen wir jetzt raus. Das ist der. Dann können wir natürlich den ersten auch löschen, weil der doppelt ist. Und dann fährt er erstmal nur noch da hinten hin. So, sollte funktionieren, ne? Er wartet auf den Kohlezug. Ist das ein Kohlezug? Ich glaube ja, ne? Ja. Der fährt zum Kraftwerk hier. Und der Ölzug müsste jetzt hier oben irgendwo sein. Oder ist schon fast da. Gut. Da könnte man hier anklicken, dann kommt man auch hin, ne? So, und dann läuft es gleich hier wieder, würde ich sagen. So, und dann müssen wir weiter überlegen, ob wir unsere Ketten noch weiter optimieren müssen, ne? Und ich denke mal ja, weil hier unten in dem hier kommt ja kaum Schrott an, ne? Oder über das Schrott gleich null. Da müssen wir unbedingt was tun, dass der Schrott da läuft. So, man sieht da 102 und schon läuft's. Lackfarben werden hergestellt. Und hier auf dem Zug kommen dann gleich auch wahrscheinlich, das ist der Bahnhof, das ist der Zug, Paletten an. So sieht's aus. Gut. Den lassen wir mal offen, schieben den nach da oben mehr hin. Gut, und Chemiewerk, ja. Lass auch gerade einen Moment da. So, hier müsste Schrott liegen. Und da liegt auch genug Schrott. Das heißt, wir müssen den Zug, der Schrott transportieren kann. Oder was läuft? Schrott schüttet gut. Nee. Schrott läuft unter Schrott oder was? Gucken wir gerade rein. Na, da haben wir jetzt das Falsche gemacht. Post. Waggons. Öl. Benzin. Ich will Schrott haben. So, das ist der, der und der.
Und wir haben vor allem den, glaube ich, im Einsatz. Jetzt müssen wir mal gucken, was das Optimale wäre, von da nach da zu fahren. Produziert Stahl, verbraucht Eisenerz, Kohle und Schrott. Ja, was machen wir da? Das war ein Stück gut, der fährt auch gleich schon wieder. Der Schrott von da nach hier, der läuft. Aber warum läuft das hier? Da fehlt auch Schrott, interessanterweise. Der kommt da jetzt aber, ne? Ich glaube, wir haben ja hier unten nur die Schrottlieferung, ne? Müssen wir den Zug mal umstellen. Hier kommt der Schrott weg. Ja. Dann würde ich fast sagen, müsste man hier einen Zug machen, der nur den Schrott erstmal holt und transportiert. Einmal hier, einmal da hinten hin. Wie macht man das? Am besten. Der fährt jetzt zum Maschinenbetrieb. Maschinenfabrik, Betriebshof, so heißt das Kind. Dahin. Und da ist noch die Frage, was lädt der? Eisenerz bringt er weg. Das ist der Kohlezug, oder? Kohleerz. Er hat jetzt Erz geladen. Das macht sehr Sinn. Die Fabrik ist offen. Hier. Kein Öl mehr da, deswegen läuft es auch nicht. Der Ölzug ist gerade noch auf dem Rückweg. Okay. So, der kommt jetzt hier an. Ist das der, den ich hier irgendwo eigentlich ausgewählt haben wollte? Nee, der ist es noch nicht. Was hat der jetzt eingepackt? Palettenmaschinen und Schüttgut. Ach, das ist der, der noch da fährt. Okay. Der da oben holt Kohle, bringt die dahin. Der wird noch nicht beladen, weil dem noch alles fehlt. Und der wartet auf freie Strecke, weil der da noch nicht durch die Weiche ist hier. Jetzt müsste der unten auch fahren, ne? Mann. Gut. Ölzug kommt schon wieder, passt also. Unten sind 384.000 Miese. Und ja, da hatten wir letzten Monat sogar mal ein kleines Plus. Mal gucken, was das noch wird. Wir waren längst der Gesamtergebnis hier, 104.000. Das ist nicht viel. So, der fährt jetzt hier durch, aber bringt, glaube ich, nichts dahin. Ach, das war ja offen. Der hat ja kein Öl mit. Der fährt ja auch so durch. Und er ist schon da vorbeigefahren. Das ist er jetzt, ne? Ja. Wir haben noch 66 Tonnen Schüttgut.
Der fährt jetzt bis hier unten hin, ne, oder? Ja. So, der liefert jetzt hier, glaub, ab, oder? Ja, macht er. Und der Rest fährt er jetzt leer darunter. Und da gibt's keinen Schrott. Kohlemine, ja. Kohlezug fährt schon wieder zurück. Gut, dann wartet er hier wieder. Mit Eisenerz. Die Eisenerzgeschichte läuft besser wie die Schrottgeschichte, ne? Eisenerz ist nämlich vorhanden, ja. Ja, er ist offen voll mit Kohle. Das passt auch. Jetzt macht das Öl. Ist das hier schon irgendwo unterwegs? Da ist es. Hier geht es jetzt weiter. Ach, das ist offen. Das ist immer noch offen. Das ist das 10. Mal auch noch offen. Geht's jetzt weiter, wenn's Öl da ist, ne? So, das ist die Maschinenfabrik. Die kriegt aber keinen Stahl, da ist nämlich keins drauf. Ja. Der holt jetzt irgendwie Kohle oder so, ne? Ja. Wo ist er unterwegs? Da unten. Der ist da weg. Und wie weit ist er? Er ist da. Die fahren da aneinander vorbei. Wir müssten hier irgendwie einfach nur Schrott hinkriegen. Und dafür brauchen wir noch einen Zug. Bin ich noch am überlegen, aber ich glaube, wir nehmen einfach, wir machen das so, dass der Zug, der da hinten jetzt ist, den Schrott holt. Den bauen wir mal hier ein. Und der kriegt einen Fahrplan. Neue Linie. Geht das? Der fährt jetzt von da nach da hinten. Und nur da hin und her fährt er. Und in dem hier kriegt er 100%. Gut. Das ist eine neue Linie. Und die heißt Schrott. War das jetzt richtig gemacht oder nicht? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Linie mehr gebaut, ne? Aber Schrott gibt's und da unten haben wir gleich wieder geschafft, neue Linien zu machen, ne? Die können wir löschen. Und die Stahlwerk Hardenriedburg Rathaus. Weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Und das ist da. Das ist also auch die Schrottlinie dann. Die gibt's dann zweimal, ne? Gut, dann löschen wir die weg. So, die Schrottlinie funktioniert, der Zug ist dafür da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hinkriegen. Wir müssen ja an dem Schrottzug vorbei, ne? Wo ist denn der jetzt gerade? Da.
Gibt's überhaupt eine Ausweiche auf der Strecke? Glaub nicht, ne? Doch, hier. Ja, dann können wir den eigentlich starten, ne? Ne, doch nicht. Jetzt fährt gerade nämlich der Stückgut hier vorbei. Aber warte mal, der müsste doch funktionieren. Starte den einfach mal. Der wartet auf freie Strecke. Wenn der hier vorbei ist, müsste der losduckern. Macht er auch, wunderbar. Der steht jetzt gleich hier und wartet, bis die Strecke auch frei wird. Hat Stahl gekriegt, gut. Ja, produziert. Ach so, und dann müssen wir die Strecke ja noch umändern, ne? Genau, dann müssen wir gucken, welche ist das. Der ist hier oben, ne? Die nennt sich Maschine Stahlschrott. Maschine Stahlschrott. Das ist die. Da müssen wir die Linie ändern. Und zwar müssen wir das Rathaus rausnehmen. Den löschen wir. Und das können wir auch rausnehmen, weil das doppelt dann ist. So, das heißt, der Zug fährt jetzt von da nach da. Und hier hinten müssen wir noch ein Signal hinstellen, damit er auch bis dahin vorfeiert. Sollte so funktionieren. Gut, der fährt jetzt da lang und liefert das ab. Alles gut. Und der steht bereit, um dahin den Schrott dann zu transportieren. Der liefert jetzt Stahl ab. Aber nicht hier im Baumarkt, sondern in der Maschinenfabrik. Der fährt hier durch. Was macht's Geld? Oh, 431. Aber wir haben was gekauft, deswegen sieht's anders aus. 122. Ich glaube, da sind wir im gleichen Bereich geblieben, wenn nicht sogar 20.000 besser. Sind ja gerade an der Nullgrenze mit der Marge, ne? So, gucken, ob das noch was wird. Der hat auch drei Maschinen da drauf. Monat ist in 6 Tagen zu Ende. 6% minus. Na, wo ist er denn? Kriegen mich doch da. Okay. Wenn der da ist, könnte es sein, dass es klappt, aber schafft er das noch bis zum 28. Februar? Sollte, oder? Der Ölzug kommt vielleicht auch noch an. Der bringt auf jeden Fall jetzt die Teile weg. 3600. Okay, ein Tausender hat das gebracht. Und dann noch einer irgendwo abgeliefert. Der liefert jetzt gerade auch ab. Nee, der fährt durch. Dann haben wir hier noch genug Öl. Daneben geklickt. Sollten wir aber, ne? Ja, 3000. Gut. Der ist auch weiter ferner. Wo steht er denn hier? Achso, der wartet auf den Ölzug. Alles klar. 24. Februar, noch 4 Tage. Ja. Kennen wir schon, ne? Ist der. Der hat aber nichts geladen, da würden wir auch kein Geld mitmachen. 3 Tage. Da kommt der leer angefahren. Und ich glaube auch nicht, dass am Bahnhof was ist. Doch, 60 Paletten, wow.
Hier ist die Produktion aber lahmgelegt. Ja, okay. Das funktioniert aber eigentlich. Gut, 26. Februar. Was braucht er? Er bringt jetzt Schüttgut gerade weg. Oh, guck, das hat gerade Plus gegeben. Super. 2000 Plus. 26. Februar. Wir haben schwarze Zahlen zurzeit. 2 Monate nacheinander, das heißt schon was. Und er ist da oben links. Hat auch geladen. Liefert ab. Und bringt auch nochmal Geld. Super. Kriegt Eisen mit. Läuft, würde ich sagen, ne? Dreihundert. Okay. Okay, der. Was war da? Achso, er lädt noch. Ölzug ist hier unten, kommt auch noch an. Aber nicht mehr diesen Monat, sondern im neuen Monat. Ja. Was macht der Schrottzug? Wo ist der? Ist das der? Ja, der fährt gerade los. Okay, das ist auch gut so. Hat auch genug Schrott mit. Und der andere, der pendelt dann da, ne? Da müssen wir nur aufpassen, dass hier immer genug zum Abholen auch ist. Ja, hat er ja. Der fährt jetzt gerade da lang. Ja, der ist da oben offen. Hat den Stahl mit. Schüttgut und Stückgut. Hier liegt genug, ne? Ja. Der bringt jetzt gerade das Öl dahin. 31.000 Miese haben wir. Und jetzt nur 23, das ist ordentlich. Und jetzt wird hier wieder produziert. Und packt hier auf den Zug drauf. Okay. Na, den haben wir auch irgendwo offen. Hier unten hat der Eisenerz dabei. Ja, hier hinten fährt dann keiner, ne? Der ist ja gerade unterwegs. Passt. So, dann müssen wir gucken, dass wir das mit dem Geld noch in den Griff kriegen weiter, dass das läuft. Noch weiter optimieren. So, der kommt jetzt hier an. Und 23,8. Zweiundzwanzig, das waren 1500. Gut. Der wird beladen. Und ist auch noch Öl da. Funktioniert also. Fährt er schon? Nicht ganz. Quack hier. Ja, Bahnhof ist voll. Ne, muss doch zweimal klicken, dann ist es 140 Paletten hat er dabei. Das sollte dann finanziell laufen. 22.000. Okay, der Kohlezug kommt noch vorbei. Das Kraftwerk, das kann bestimmt noch eine höhere Kapazität ab, ne? Gucken wir doch mal gerade rein. Er hat keine Kohle. Das bedeutet, es würde Sinn machen, da noch einen zweiten Kohlezug auf die Reise zu schicken, ne? Machen wir auch. Und zwar
Kohle Erz war das, ne? Und starten. Und der fährt auch zum Kohlekraftwerk zu. Na, sag schon. Zur Mine, zur Kohlemine. Da liegt auch genug. Gut, der holt da jetzt ab. Gucken wir mal, 214, 215 produziert auch. Gut, der läuft auch. Der ist unterwegs. Gut, würde ich sagen, soll es für die Runde aber auch erst wieder reichen. Hier sieht es auch positiv aus, wird mehr. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.